Da, ein riesen Kartoffelfeld. Und da ist auch schon Bauer Blauel. Der guckt nach, ob alles okay ist mit seinen Kartoffeln. Erst schaut er sich die Blätter an. Siehst du? Klein und spitz sind die. Und da sind schon kleine Knospen von den Blüten. So sieht die Kartoffelblüte aus, wenn sie fertig ist. Sehr schön. Und wo sind die Kartoffeln? Er zieht eine Kartoffelpflanze aus der Erde, schüttelt die ab und hier sieht man die ganz kleinen Kartoffelchen dranhängen. Die wachsen nämlich unter der Erde. Jetzt geht er ein bisschen weiter, nach den etwas größeren Kartoffeln gucken. Wieder aus der Erde ziehen. Siehst du, da sind sie schon ganz ordentlich gewachsen, die Kartoffeln. Hier kann er noch ein bisschen buddeln und findet noch mehr. Die kann man schon essen, sind aber noch ein bisschen klein. Jetzt geht er noch weiter. Ui, jetzt hat er einen Käfer gefunden. Ein Kartoffelkäfer. Der ist ganz gestreift auf dem Rücken. Ui, der krabbelt über die Hand. Hast du schon einmal einen Käfer auf der Hand gehabt? Das kitzelt, stimmt's? So, nochmal eine rausziehen. Da ein bisschen buddeln. Ich glaube, hier gibt's ganz große. Da, jetzt hat er die Hand voll Kartoffeln. Zeig mal bitte. Guck, große Kartoffeln. Die können jetzt geerntet werden. Bauer Blauel holt seinen alten Trecker mit dem Spezialkartoffelernter. Der gräbt die Kartoffeln ganz vorsichtig aus. Sie werden ausgegraben und auf das Gitter gelegt. Sticho zieht sie runter auf den Boden, damit die Maschine nicht verstopft. Dann liegen sie auf dem Boden und man muss sie nur noch einsammeln. Und in die grüne Kiste reinpacken. Und dann kann man damit Kartoffelpuffer machen. Oder Pommes, Kartoffelbrei, Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln und lauter so leckere Sachen. Und im Laden kann man sie dann kaufen. Nochmal?